Tja, leider nur 50% Synchronisation, aber das wisst ihr ja mittlerweile, das ist mir völlig egal. Ja, das war eine Erinnerung, die Altair auf diesem Schlüssel gespeichert hatte, die Ezio danach erlebt sozusagen. Genau. Ah, dann enthalten sie also Erinnerungen, diese Schlüssel, diese alten Siegel. Doch was will Altair uns sagen, frag ich mich. Was soll die Zukunft wissen oder erfahren? Das ist wohl die Frage, die wir uns alle mittlerweile fragen. Was soll Assassin's Creed, worauf soll das im nachher hinauslaufen? Was wird am Ende geschehen? Ich frage mich gerade, was muss ich überhaupt machen? Oder wo muss ich hin? Ich muss dahin. Zum Erinnerungsanfang. Würde ich mal behaupten, machen wir das auch mal. Vielleicht gehen wir vorher noch mal zum Schmied und zur Bank. Das wäre, glaube ich, das Beste. Wo ist nur die Bank? Ein bisschen Respekt beibringen. Ja, chill. Ausverkauf, kommt uns. Was denken wir? Komm. Sehr schön. Fast 5000. Merhaba. Bessere Preise als diese werdet ihr. Gucken wir mal beim Schmied vorbei. Wieso nicht? Also erstmal reparieren wir den Shit. Dann die Munition, die Kugeln. Wurfmesser. Kann ich mir nicht leisten. Kleine Waffen. Standard Stilett ist mir relativ egal. Ein preußischer Streithammer oder ein persischer Schamsier, keine Ahnung. Ich glaube, ich bleibe bei dem Assassinen Yatagan-Schwert. Ihr werdet dies gewiss nicht bereuen. Ja, das hoffe ich doch wohl. Ach, die Wache kann mir nichts. Hole ich mir noch ein bisschen ärztliche Versorgung. Ein bisschen Medizin. Gift. Das Komponent kaufe ich mir bestimmt keiner. Bist du lustig geworden von jetzt auf gleich? Ich sage euch, dass noch keine Bewegung mehr verdient hätte, einen langsamen.
Was sagst du hier, mein Freund? Hier gibt es einen Buchladen. Untersuchen wir mal und renovieren wir auch direkt. Denn wir wollen ja immer schön Money haben. Und Money soll ja auch immer schön reinkommen. Ihr wollt es? Ich hab es! Al-Andalus, Al-Jazir, El-Kahira, Bagdad, Isfahan. Ja, wir denken alle, dass du die besten Dinge hast. So. Renovieren wir gerade noch ein Ding. Hier noch eine. So ein Gildengebäude. Wenn auch gewagt. Nicht ganz bei Trost, der Alte. Hast du mich gerade alt genannt? Nein, hier war es nicht. Wo ist denn das Gildengebäude? Ja, chill mal. Wo ist es denn? Da! Dann halt nicht. Was haben wir denn hier nicht? Söldner, komm, machen wir die Söldner hier hin. Eigentlich Roma, ne? Aber. Also eigentlich habe ich früher mal Kurtisanen gerne dahin gemacht, aber. Ne? Irgendwie. Ist das nicht so geil. Also, beziehungsweise früher mal Kurtisanen, weil ich gedacht habe, ja, Freudenhäuser, das... Oh, nein. Das braucht die Welt, ne? Immer mehr davon, weißt du? Aber jetzt gibt es ja nur noch die Roma. Und die Roma sind ja kein Ersatz für Kurtisanen, für die sogenannten Kurtisanen. Nee, nee. Ach, du bist der... Dann gehen wir mal hier hin. Der Wächter, Teil 2, einer ihrer Assassinen, hat mehr über den Mann herausgefunden, der sich der Wächter nennt. Es ist Zeit, sich um diesen Verräter zu kümmern. Da sprichst du ein wahres Wort. Gibt es Neues von dem Verräter Vali? Habt ihr ihn gefunden? Er fand uns, Mentor. Zwei unserer Brüder wurden heute aus diesem Unterschlupf entführt. Nun fordert Vali, dass wir unseren Besitz den Templern übergeben. Nein, wir verhandeln nicht mit Männern, die Geiseln als Druckmittel einsetzen. Wir spüren sie auf und eliminieren sie. Dann sollten wir uns aufteilen und Galata absuchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. So. Alles klar. Nicht, wenn sich die anderen zuerst umbringen. Hahaha.
aussieht. Nanu, hier ist nichts. Ich gehe zurück. Was in Gottes Namen ist denn los? Oh, das ey. Oh Mann, oh Mann. Gott, wenn du mich verschonst, werde ich zum Dank zwei Ziegen opfern. Na, schade. Verdammt, er entkommt uns. Gewagt. Keine 100%, aber scheiß drauf. Das war jetzt Medium. Scheiß drauf. Die Ärzte sind gerade alle fertig gemacht. Hat Vali euch das angetan? Mentor, vergebt mir. Ihr seid in eine Falle getappt. Er fing mich, um die Assassinen vom Hauptquartier wegzulocken. Und nun ist er auf dem Weg dorthin. Was für ein Bastard. Vali, Junge. Wieso bin ich jetzt eigentlich runtergegangen? Gebiet nicht verfügbar. Alles klar. Dann versuche ich halt auf anderen Wege. Oh, Junge. Weißt du, ich bin mit in der Mission, ne? Und ihr versucht Geld zu haben. Weißt du, zu kriegen, ne? Versteht ihr, was da falsch ist? Und das können wir gerade nicht renovieren. Das ist aber scheißegal, weil wir müssen unsere Assassinen retten. Beziehungsweise das Assassinen-Hauptquartier müssen wir schnellstmöglich bekommen. Alter. Wir fallen zurück. Schneller, Brüder. Komm noch her. Ihr seid ein pfiffiger Soldat, Ezio. Aber ihr allein reicht nicht, um die Stadt zu retten. Ich folge euch über die Dächer. Macht das, mein Freund, macht das. Aber diesmal werdet ihr ihn erwischen. Ah,
Einst war mir unser Credo so wichtig wie die Luft zum Atmen. Aber als die Türken in die Walachei einmarschierten und der Assassine nichts unternahm, wie konnte ich da noch an euch glauben? Wenn eine Philosophie einem Mann verbietet, sein Volk, sein Land und seine Familie zu schützen, wofür in aller Welt ist sie dann gut? Friede sei mit euch. Duelle, Duelle, ich muss verschwinden! Heilanet! Sequenz beendet. Yes, 250%, aber scheiß drauf. Sequenz 3 beendet. Yes, 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 yes. Claudia, ich bin nun im Besitz eines der Masyaf-Schlüssel. Und besser noch, ich habe eine Karte entdeckt, mit Zeichen und Symbolen kodiert, von der ich glaube, dass sie mich zu den übrigen Schlüsseln führen wird. Ihre volle Bedeutung ist mir ein Rätsel. Jedoch hatte ich das Glück, eine Venezianerin zu treffen, die mir bei der Entschlüsselung helfen wird. Doch ich sollte meinen Erfolg nicht überbewerten. Die Templer haben immer noch einen der Schlüssel, den ich ihnen abnehmen muss. Womöglich brauche ich mehr Hilfe, als die Assassinen mir gewähren können. Wenn ich nur einen Freund am osmanischen Hof hätte, das würde mir den Zugang zu den Geheimnissen der Stadt enorm erleichtern. Sequenz 4, ziviler Ungehorsam. Neue Gegenstände bei Schmieden freigeschaltet. Uhu. Machen wir noch eine Mission, das ist die Frage, ne? Ah, ich schätze nicht. Ich werde jetzt hier speichern. Mit euch, wie immer. Bestimmte Speicherdaten überschreiben. Genau. Und damit will ich mich verabschieden. Ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar da. Lasst ein Like da. Eine Bewertung generell vielleicht. Und ansonsten noch vielleicht ein Abo. Ja, abonniert meinen Channel, damit ihr immer up to date seid und auch ein Teil meiner Community sein werdet oder sein wollt. Dann könnt ihr da sowas machen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!